Yo, 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 what's poppin'? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut, ich lebe das Leben. Genau. Heute wollte ich mal über die Themen Depression, innere Leere und über das Gefühl der Sinnlosigkeit im Leben reden. Ich habe ja auch darüber einen Shortfilm gedreht. Checkt es ab. Wenn ihr es euch noch nicht reingezogen habt, Link in der Beschreibung, würde mich freuen. Das fällt mir schon ein bisschen schwer jetzt, aber ich habe gedacht so einfach, ey, why not? Warum nicht meine Lebensgeschichte ein bisschen mit euch teilen? Es könnte den einen oder anderen helfen. Und ja, und ich bin ja so einer, ich mag es wirklich, Leute zu helfen. Ich meine, wir sind alle hier gemeinsam hier auf der Welt und werden auch alle gemeinsam sterben. Also warum das einfach nicht alles hier sich schön gestalten? Gemeinsam. Genau. Also was ich erzählen will, ist einfach, dass ich, wie ihr schon mitbekommen habt, ich war selber eine Zeit lang mal depressiv. Schwer das zu sagen, ganz ehrlich, aber und das einfach so wie zuzugeben, aber ja, ich war auf jeden Fall auch selber voll im Loch, weil ich irgendwie nicht Fuß fassen konnte in diesem System. Ja, zu Hause war es auch damals auch nicht so top alles, aber ich bin trotzdem dankbar, sehr, sehr dankbar für meine Eltern, für meine Familie, ich liebe die über alles. Wir sind da auch voll jetzt gemeinsam auch voll gewachsen, bessere Menschen geworden. So, ja, es gab eine Zeit, also das, wo ich einfach wirklich wo ich einfach down war. Also keinen Bock mehr hatte, irgendwie zu. Ja, gab es auch schon ein paar Phasen, so, aber man hat trotzdem weitergemacht. Ich habe trotzdem das Leben geschätzt. So, ich wusste trotzdem, obwohl ich das Gefühl hatte, wusste ich trotzdem, dass das Leben kostbar ist, ne? Deswegen war es auch, kam ich auch nie so zu diesem Punkt, dass ich so, okay, ich werde mich jetzt mal jetzt hier umbringen. Aber so viele Gedanken waren auf jeden Fall da, die kamen hoch, wenn einfach irgendwie alles zu viel wurde, wo ich dann einfach nicht gemerkt, also, wo ich dann einfach irgendwie keine Auswege irgendwie gesehen habe, so. Ihr wisst ja, ich bin ja Schauspieler, habe mich auch für diesen Weg entschieden, den zu gehen. Aber es ist ein holpriger Weg, es ist echt. Du musst echt wirklich fit sein, auch im Kopf so. Weil, ja, ich dachte auch eine Zeit lang irgendwie, alles wäre gegen mich. Weil ich dachte so, ey, ich kann das doch. Ich bin noch, das ist, wofür ich hier auf dieser Welt bin. Ich wurde dafür geboren. So, ne? Aber irgendwie habe ich nie Jobs bekommen. Absage hier, Absage da. Das war echt, das war eine krasse Zeit. Ja, wenn ich darüber überlege, war ich, ey. Wäre schon echt emotional. Naja, auf jeden Fall habe ich das nie so auch gezeigt. So, ne? Ich bin halt echt so ein Typ, der irgendwie nicht anderen auf die Nerven gehen will. So, ich bin auch der Älteste, ne? Deswegen, ich muss stark bleiben. Ich muss immer alles geben. So, das war auch, das ist halt auch so ein Ding, was einfach auch wirklich bei mir dann geblieben ist. So, als Glaubenssatz. Und was mich auch natürlich auch immer weiterhin gepusht hat. Ja, bis dann endlich mal dieser Tag kam, also wo ich einfach alles wirklich gesagt habe, okay, ich werfe alles weg, ich gehe einfach alles auf, Ganze, und wenn die mich nicht haben wollen, dann kreiere ich halt selber meine eigenen Videos. Und dann hat mir auch Arman auch dabei geholfen, hat mir auch so einen schönen Push noch gegeben und gesagt so, ja, ey, go for it, geh deinen Weg, mach das einfach. Und dann halbes Jahr oder ein Jahr später hat es dann mit Bodyformers, das ist dann einfach alles irgendwie hochgegangen, ne? Das war echt krass. Ja. Aber ja, ey, für die Leute, ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, noch ein Video dazu drehen, was mir auch einfach geholfen hat, irgendwie da rauszukommen. Aus diesem Loch. Ist erst natürlich weiterzumachen, an dir selbst halt krass zu glauben. Und Self-Talk, also was du zu dir selber sagst, das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß, außen kann Hölle sein, alles bricht runter, dies, das, es ist. Leichter gesagt als getan, aber es ist sehr wichtig, dass man sich da trotzdem zurücknimmt. Also was ich auch jetzt auch zur Zeit mache, ist auch sehr, also was heißt zur Zeit, seit 2 Jahren, ist meditieren. Dass ihr wirklich auf sich selbst aufpasst einfach so. Und ich habe vergessen, wie man das sagt jetzt. Ne? To care about yourself, to care about yourself. Jetzt auf Englisch. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wirklich sich Zeit nehmen und
Das heißt, es ist eins, also 2 Stunden, sogar vielleicht einen Tag wirklich und sagen, okay, ey, mir geht's gut, ich lebe, ich bin dankbar, dass ich jeden Tag atme, dass man jeden Tag mein Herz klopft. Ich bin dankbar, dass ich wieder diesen Tag sehen kann, dass ich hier bin. Es ist auch schon allgemein ein Privileg, überhaupt hier in dieser ersten Welt auch zu sein, zu leben. Es gibt einfach also es gibt auch Menschen, denen es einfach halt hardcore einfach nicht gut geht, also wo deren Grundbedürfnisse einfach nicht vorhanden sind, so. Ja. Deswegen, dass man sich das einfach klar macht, dass es einem echt hier gut geht. Uns geht es gut. Und vieles kann man einfach auch hier fixen. Damit man sich dann auch wirklich besser fühlt. So, ne? Weil man kommt oft in so einen negativen Gedankenloop und es ist auch wirklich, wie gesagt, schwer, da rauszukommen, aber die Gedanken lupen sich und dann es kommt noch das Gefühl auch noch dann noch dazu hoch. Und das Gefühl bestätigt auf einmal nochmal die Gedanken und dann ist es so ein hin und her. Denn wie gesagt, dann ist man halt in so einem Loop. Aber um da rauszukommen, muss man halt sich, also zu Bewusstsein kommen. Sagt man auch Kurt Tepperwein immer so schön. Da muss man echt zu Bewusstsein kommen und sagen, Alter, ey, ich bin nicht meine Gedanken. So. Ja. Ich bin mehr, ich bin ein Wunderwerk. Wir Menschen sind alle, es ist ein Wunder, dass wir hier sind. Und dass einfach alles so funktioniert, so automatisiert ist, so von allein, also, ne, so, ne? Deswegen, das sollte man eigentlich wirklich alles schätzen, so, das ist echt, ja. Also, solche Sachen haben mir geholfen, ganz ehrlich, um darauf zu kommen, um das Leben besser zu schmecken. Das Leben mehr zu genießen. Ja. Also wenn ich jetzt auch so darüber überlege, so ist krass, so, ich bin hier. Ich lebe, ich rede mit euch, ich habe ein Handy, ich hab viel, Mann, ich habe vieles. Auch wenn ich noch nicht da bin, wo ich sein will, aber ne, mir geht's gut. Ich weiß, es gibt Leute, denen geht's halt nicht gut. Oder? Und das ist auch nochmal wieder schwierig, einfach wirklich da positiv zu bleiben. Aber auch da bin ich der Meinung, dass es möglich ist. Ich habe vergessen, wie der Psychiater hieß oder heißt. Es war ein Jude, der auch im KZ-Lager war. Und der dann auch in diesen schwierigen Zeiten die positive Seite gesehen hat. So. Was ich echt nochmal also krass finde. Respekt. Aber ja, davon kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Also habe ich mir dann auch natürlich, ne? Deswegen, also mein Ziel ist es auch wirklich jeden Tag, also habe ich mir vorgenommen und auch versprochen, jeden Tag mein Leben zu genießen. Auch wenn schwierige Zeiten kommen, auch das zu genießen. Ja, Mann, that's that. Also seid gespannt auf das nächste Video. Ich werde öfters posten, habe ich ja schon mal gesagt, also jetzt, ne, habe ich ja schon gesagt. Aber ich werde öfters posten, nicht nur Comedy. Ich werde alles posten, was dann auch, worauf ich Bock habe. Ernstere Themen, lustige Themen. Es wird auch sehr artsy sein alles, also sehr mehr in den Filmrichtung, denn das ist ja, was ich bin. Und was ich auch in Zukunft auf jeden Fall machen will, ne? Also später mal wirklich große Feature-Filme drehen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Yes, yes, yo, let's get it, Alter. Let's get it, let's get it, let's get it. Und danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr da seid, Mann. Ich küsse eure Herzen. Wir machen das. Wir machen das. Und ja, Mann. Let's go. Let's go.